Was haben wir denn da? Ach, das ist der Rumil. Rumil verbeugt sich vor euch und deutet in die Ferne, fort von der Grenze Loriens. Dann zuckt er mit den Schultern und legt eine Hand auf seinen Bogen. Stimmt, es hieß ja, die können die Gemeinsprache nicht so. Auch wenn er nicht die gemeine Sprache spricht, ist seine Botschaft deutlich. Im Augenblick ist sein Posten ruhig. Die Bedrohung durch die Orks ist vorerst gebannt. Naja, aber nur vorerst. Oh. Nö, der hat einfach nur einen Ring. Auf der Map mal wieder. Ja, dann geben wir erstmal da hinten noch die anderen Sachen ab. Denn wir sollen ja auch noch mit Orofin sprechen. Ist das er hier? Ah, ja, ja. Orofin will gerade zum Reden ansetzen, als er plötzlich etwas bemerkt. Zischt er. Oh, ich glaube, wir müssen kämpfen. Verteidigt ihn. Da kommen Orks. Sehr praktisch. Wir brauchen sowieso Orks. Aber die gelten nicht. Die gelten nicht für die Orks, die wir eigentlich töten sollen. Schade. Wahrscheinlich nur die in den Lagern. Moje Panas, Adbadosina Kaldir. Ihr habt die Orks, ihr habt Orofin erfolgreich verteidigt. Und jetzt? Jetzt muss man irgendwie wieder darüber. Gehen wir aber trotzdem erstmal zum Stützpunkt. Was führt euch nach Lothlorien? Verflucht seien die schmutzigen Füße der Orks. Ihr habt gut daran getan, das Ufer des Nimrodel zu säubern. Doch solange die Orks zum Goldenen Wald marschieren, wird dieser wunderschöne Strom durch ihre schmutzigen, achtlosen Schritte gefährdet sein. Ich habe eine Idee. Bringen wir den Orks ihren Unrat zurück? Na sowas. Wir werden den Orks zeigen, dass die Elben von Lorien ihre Anwesenheit hier nicht dulden werden. Bringt den Ork-Unrat, den ihr am Ufer des Nimrodal gesammelt habt, zu einem der Feuer in den Ork-Lagern Nanduhirions im Nordwesten und verbrennt ihn. Als ob ich dieses ekelhafte Zeug hier mit mir rumschleppe für solche Dinge. Der entstehende Gestank wird den Orks von Moria eine Botschaft sein. Ich glaube, das ist denen wurscht. Vielleicht merken sie es noch nicht mal. Von heute an wird kein Schmutzfleck in diesem Land mehr geduldet. Folgt der Straße nordwestlich nach Nanduhirion und sucht an ihrem Rand nach den Orklagern. Wir kennen die Orklager. Verbrennt den Ork-Unrat an ihren Feuern und kehrt zu mir zurück, wenn ihr ihn vollständig entsorgt habt. Nun gut, wenn der Elb meint, machen wir das natürlich. Es sah so aus, Hallöchen. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Wir haben schon ein bisschen angefangen. Sehr gut, naja. Ein Elbenpfeil, der mehrere Orks tötet, ist in der Tat ein Glücksfall. Seid gegrüßt. Falls ihr euch erholt haben solltet, hätte ich eine Bitte an euch. Die Pfeile, die ihr mir gebracht habt, werden erneut Gelegenheit finden, Orks zu töten. Aber diese Gelegenheit bietet sich eher in der Nähe des Eingangs nach Moria, aus dem die Orks nach Nanduhirion strömen. Mein Freund Meredrandir ist nach Mekembisru gereist, dem Außenposten weit im Nordwesten, ganz in der Nähe des Eingangs nach Moria. Ihm werden diese Pfeile nützen, wenn ihr sie ihm schnellstmöglich bringt. Nehmt ein Bündel Pfeile aus der Kiste rechts von mir und tragt sie nach Mekembisru. Ihr müsst der Straße nach Westen durch Nanduhirium folgen. Nehmt euch vor Orks auf der Straße in Acht und lasst die Pfeile nicht nass werden. Wenn ihr in tiefes Wasser gelangt, könnt ihr sie nicht mehr festhalten. Wir dürfen jetzt also wirklich die ganze Straße hier hochschlappen mit Pfeilen in der Hand und es darf uns nichts passieren. Was wieder für eine intelligente Aufgabe. Ich könnte die Pfeile doch einfach in meinen Rucksack stecken, dann wäre es etwas einfacher. Und dann könnte ich hoch zu Ross ganz zügig das dahin bringen. Aber nein. Arturo, Hallöchen. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Oh, warte mal, warte mal. Ich schmeiß die nochmal weg. Und dann machen wir mal Speedy rein.
Ihr habt mehrere dran, ihr die Pfeile nicht rechtzeitig gebracht. Mal gucken, ob wir dann etwas schneller laufen können mit. Oder ob der Speed dann doch wieder gekappt wird. Aber normalerweise profitiert man schon davon. Oh ja. Sehe sogar. Machen wir doch lieber so. Ja, jetzt schleppe ich hier so die Pfeile vor mich hin. Ja, die könnte ich doch auch auf meinen Rücken schnallen. Das wäre viel bequemer. Da habe ich schon ganz andere Sachen rumgeschleppt, die viel unhandlicher waren. Die Steine waren aber auch nicht immer so bewachsen, oder? Ah nein, Hilfe, Wasser, ich bin ein Hobbit. Können wir eigentlich jetzt mit dem reden? Wahrscheinlich, ach nee, der ist sowieso irrelevant. Ja gut, dann laufen wir jetzt halt einfach mal hoch. Genießen den Wald. Und die Musik. Auf der Straße sind sowieso nicht allzu viele Orks. Sprach sie und begegnete einem, einem Wegelagerer. Ich bin so klein, ich verschwinde hier im Gras. Guck mal, das Gras ist so hoch wie ich. Niemand sieht mich. Ja, von dem her ist es eigentlich ganz praktisch. Wir bringen die Pfeile hoch und beim Runterlaufen können wir dann durch die Lager nochmal. Ja. Da merkt man erst, wie weit das ist, ne? Wenn man reitet, dann ist es doch immer eher entspannt und zügig. Und wenn ich jetzt noch nicht mal Speed hätte, würde es schon eine ganze Weile dauern. Gott, was ist das für ein Rauschen? Ja, wenn man das auf Level macht, ist es natürlich auch nochmal ein Ticken gefährlicher, weil dann die Aggro-Range ja auch noch ein bisschen größer ist. Das ist jetzt für mich schon relativ einfach. Obwohl sie immer noch hellblau sind, ne? Noch nicht mal grün. Nicht grau. Wegelagerer. Ich glaube, wir kriegen auch heute wieder ein Level ab. Gibt ganz gut EP hier. Oh ja, ich sehe das Lager schon. In der Ferne. Noch mehr Pfeile? Ich nehme sie mit Freuden an, denn ich weiß, dass sie für die Orks den Untergang bedeuten. Ihr habt Miredrandir die Pfeile rechtzeitig gebracht. Ich erkenne, dass mit diesen Pfeilen schon der eine oder andere Ork getötet wurde. Wie viele weitere dieser Kreaturen werden Ihnen wohl noch zum Opfer fallen? Ihr habt überaus gute Arbeit geleistet. Die Elben von Lorien werden eure Bemühungen nie vergessen. Das war es aber auch schon hier oben, ne? Okay, dann sind jetzt die Orks dran. Wobei, wir sollen ja eigentlich nur... Doch, wir müssen auch Orks töten. Und Dinge in ihrem Lager verbrennen. Von denen ich gar nicht so genau wissen will, aus was sie bestehen. Diese Überreste. So, jetzt suchen wir jetzt erstmal das Feuer. Ich glaube, das ist da oben in der Mitte, ne? Das, was da so qualmt. Und Ork-Waffen. Ah, die kriegen wir gar nicht von den Orks, sondern die müssen wir hier plündern. Mhm.
Verbrenne Ork-Dreck. Die Waffenständer sehen auch schon so ugly aus, ne? Oder ist das der letzte Schrott? Mal gucken. Okay, Orks sind hier natürlich auf alle Fälle sowieso noch. Aber ob Waffenständer noch hier sind? Mal gucken. Unten vielleicht. Nö, da ist nichts. Aber vielleicht gibt es ja mehr als... Na komm, jetzt machen wir den noch, dann kriegen wir es auch richtig angezeigt. Ob hier noch Waffenständer sind? Ja, einer. Oh, da. Sind wir sogar vorbeigelaufen. Brauchen wir noch zweimal Waffen? Den Rest haben wir schon. Totem lassen wir mal stehen. So, noch einmal. Da ums Eck wären auch welche, aber ich glaube... Oh, okay. Jetzt haben sie mich schon entdeckt. Dann kann ich auch die nehmen. Oh, da ist noch einer. Immer so nervig, wenn man sie gerade umgehauen hat. Und dann bedüdeln sie einen noch. So, nix wie weg. Ich hoffe zum letzten Mal. Und jetzt können wir ja ein bisschen schneller zurück, als wir hochlaufen mussten. Ich sehe gerade, hier gibt es einige Rezepte. Immer wieder bei den Humanoiden, da droppen die immer. Da. Was mich daran erinnert, dass ich mal meine Rezeptlisten mal wieder aktualisieren muss. Ich habe nämlich für meine Haupthandwerker mir so Listen angelegt, welche Rezepte sie haben und welche noch fehlen. Müsste ich mal wieder aktualisieren, glaube ich. Ah, hier wird es schon grüner. Das ist schon viel schöner hier. Also jetzt müssen wir eigentlich, gehen wir erstmal einmal wieder ins Lager und dann wieder zum Haldir. Murundal.
Och, komm, so hoch war das doch jetzt nicht. Ich dachte, ich habe ein sprunggewandtes Schwein. Ein sprunggewandtes Schwein. Was führt euch? Ich weiß, dass ihr meine Bitte erfüllt habt, denn ich konnte den Gestank von hier aus riechen. Die Orks sollten nun wissen, dass kein Vergehen gegen das Land unbeantwortet bleibt. Habt Dank für eure Hilfe. Bleibt einen Augenblick und unterhaltet euch. Okay, das könnte man jetzt wiederholt immer wieder mal machen. Um so dort Ruf zusammen sammeln, Galadrim Ruf. Und hier mir. Auch. Ah, aber man kann das, glaube ich, Hilfe für die Elben 3. Ich glaube, da gibt es da noch irgendwie so Folgedinger, kann das sein? Ein Schatten breitet sich jenseits Lothlorien aus. Wir müssen gut ja, mal gucken. Dann gibt es da verschiedene Quests, die so heißen, ne? Deswegen sind die durchnummeriert, aber nicht. Weil das irgendwie aufeinander aufbaut, oder? Zeigt denn da noch hin? Spricht mit Hadronet. Oh ja, aber der ist da oben auf dem Flat. Nee, den schwimmen wir halt. Auch hübsch hier mit der Insel. Und sogar, eine Statue. Jetzt dachte ich zuerst, das wäre ein Baum. Aber es ist gar eine beleuchtete Statue. So, jetzt müssen wir die Leiter wiederfinden. Gott sei Dank stehen da fett die Wachen davor. Dann sieht man es gleich. Ah, gehen wir erstmal hier hin. Sehr gut. All diese Waffen werden die Orks schmerzhaft vermissen und unsere Aufgabe erleichtern, Lothlorien zu verteidigen. Ein Schatten breitet sich jenseits Lothlorians aus. Wir müssen gut auf ihn vorbereitet sein. Die Orks werden immer dreister und ihre Wegelagermacher machen das Reisen auf der Straße durch Nanduhirion für den unvorsichtigen Reisenden sehr gefährlich. Och, jetzt darf ich nochmal da hoch, die Straße und Wegelagerer. Die haben wir vorhin die ganze Zeit gesehen. Aber ich hatte Pfeile in der Hand. Ich konnte sie nicht beseitigen. Wenn ihr den Elben von Lorien freundlich gesinnt seid und unsere Sorgen teilt, werdet ihr vornehmlich gegen diese Orks etwas unternehmen. Reist in Richtung Nordwesten nach Nanduhirion und besiegt die Ork-Wegelagerer, wo ihr sie findet, entlang der Straße und am Rand ihrer Lager in diesem Gebiet. Die Straße in den Goldenen Wald muss wieder sicher werden. Naja, sicher oder sicherer? Was? Ihr habt gute Arbeit geleistet. Wir werden eure Hilfe niemals vergessen. Doch es wird immer mehr zu tun geben. Die Galadrim werden eure Hilfe benötigen. Ihr habt viele Orks getötet, doch ihr Lager in Nanduhirion stellt für jene, die auf der Straße zwischen hier und Moria reisen müssen, noch immer eine Gefahr dar. Die Orks haben vor ihren Außenposten entlang der Straße Befestigungen errichtet. Setzt diese Befestigungen in Brand. Dann können wir die Orks vielleicht davon überzeugen, in ihre widerwärtigen Baue in den Bergen zurückzukehren. Ha, die Orks? Das juckt die doch gar nicht. Ihr findet die Befestigungen im Nordwesten, vor ihren Lagern Uruk-Gasha, Drugaman und Atmatul an der Straße durch Nanduhirion. Ja, weil die müssen ja hier oben auf dem Flat stehen. Die können ja das nicht irgendwie selber machen. Die sind ganz froh, wenn da irgendwelche random Reisende vorbeikommen und sie ihnen sowas auftragen können. Habt Dank. Naja, ich danke euch, dass ihr meinen Brüdern geholfen und die Grenzen Loriens verteidigt habt. Von meiner Herrin Galadriel erreichte mich eine Nachricht zu eurem Begehren und dem Schicksal der Zwerge. Ich übergebe euch ihre Botschaft. Fremden ist der Zutritt zum Goldenen Wald nicht. Kurz bevor ihr ankamt, besuchte eine noch seltsamere Gemeinschaft Lorien. Mit verbundenen Augen wurden sie nach Kerin Amroth gebracht, denn keinenfalls würden wir die Sicherheit unseres Landes in Gefahr bringen. Traurige Neuigkeiten kamen mit ihnen. Und Gram. Aldi unterbricht und fährt dann fort. Herrin Galadriel hat eine kleine Gruppe Elben nach Moria geschickt,
um der Kunde dieser Gemeinschaft nachzuspüren. Sie sagt, wenn ihr die Zwerge retten wollt, müsst ihr diesen Elben helfen, denn sie haben in Moria eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Sie haben ein kleines Lager in Gwathrendat, der überschatteten Zuflucht, beim Steinfundament aufgeschlagen. Sie sagt, dass ein noch viel größeres Übel als die Anwesenheit der Orks unter dem Steinfundament liegt. Es muss gestellt werden, um eure Zwerge zu retten. Dann müssen wir nämlich wieder nach Moria hinein. Guck mal, dann würde schon Buch 7 und 9. Aber wir machen natürlich erstmal unser Buch 6 ist das, ne? Ja. Unser Buch 6 fertig. Ja, okay, aber jetzt müssen wir eh noch ein paar Orks schnetzeln. Was haben wir denn da alles? Tat verliehen. Freund von Lothlorien. Titel. Bekannte der Galadrim. Okay, wir haben ein bisschen Ruf schon eingearbeitet. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder nach Moria hinunter. Das war unsere kurze Stiebvisite an die frische Luft. Ja. Gucken wir mal, unser Schweinchen da durchkommt. Ja. Außerdem müssen wir ja noch Orks töten hier. Ich glaube, allzu viel ist das auch nicht mehr da unten. Also wenn man die ganzen Instanzsachen nicht macht, geht das eigentlich ziemlich flott. Oh, wir sollten ja Wegelagerer. So, dann sollten wir hier noch was machen? Ork-Befestigungen in Brand setzen. Mal da runterschauen. Oder, ja, da gibt es ja inzwischen eine Brücke. Aber hier ist noch alles. Level 61. Man müsste jetzt auch überall hier oben rumlaufen können, ne? Also nicht nur in Azogs Blut, sondern auch hier so, ne? Ja. So, ah, da sind schon Barrikaden, die wir einreißen können. Oh, die brennen aber lichterloh. Oh, wir sind sogar, glaube ich, schon an welchem vorbei. Nee, das sind die Wegelagerer. Das sind die Wegelagerer. Dann machen wir mal die Wegelagerer platt und dann können wir nämlich besser sehen, wo noch diese Bauten sind. Ich glaube, die können wir auch wieder. Sind auch wieder gut verteilt. Wir sind hier in Lothlorien. Wieder ein Ork-Bezwinger. Aber nur der erste Step. Da ist tatsächlich noch was, was wir einreißen können.
Oder war das das, was wir gerade... Nee, da muss noch irgendwas anderes sein, oder? Ich sehe nur nichts blinken, zumindest hier außerhalb nicht. Und drinnen auch nicht. Guck mal schnell. Nö, wir gucken einfach mal im nächsten Lager und ich hoffe, dass es etwas mehr Barrikaden einzureißen gibt als hier stehen. Wir müssen ja eh wieder zurück. Im Zweifelsfall machen wir das auf dem Rückweg. Dunkel. Ah, aber Morgenröte haben wir schon. Es wird gleich hell. Oh, und dann müssen wir wieder in den Berg hinunter. Ja, dann haben wir nicht viel von der hellen Sonne. Ah, es sind tatsächlich zwei. Die halten noch niemand ab, die paar Dinger da. Aber okay, man kann dahinter Deckung finden. Aber sonst... So, wo sind sie hier? Mittendrin. Hier war nix. Oh, da hinten. Vielleicht sogar ungesehen. Ah, das sieht gut aus. Das müssen wir aber trotzdem machen, weil wir reiten darunter, ne? Müssen ja doch wieder zurück. Und gebunden haben wir uns ja nur hier oben. Dann nehmen wir das Rösslein. Na, wieso geht die schnelle Reise nicht? Das ist doch das, oder? Tatsächlich. Aber wir kriegen keine schnelle Reise, auch hier nicht. Aber das sieht man's. Ihr müsst die Aufgabe Verteidiger von Lothlorien erledigt haben. Verbündeter von Lothlorien. Ach, kommt, Leute. Dann eben so. Ich glaube, es ist schon ein bisschen schneller, als wenn ich selber reiten würde. Kommt die Schnellreise erst, wenn man nicht mehr durch die Gegend gehetzt wird. Ja, eben. Eigentlich, wenn es dann schon vorbei ist. Naja. Die wollen halt, dass wir die Gegend genießen.
Hört sich hier an wie so ein Schaf. Also ich weiß, dass die Hirsche auch so in der so ähnlich sich anhören, aber. Ah nein, das ist ja kein Hirsch, das ist ein Elen. Was schon ein Elch. Nein, der Elch hat andere Schaufeln und sieht ein bisschen anders aus. Ein Elen. Halt! Du darfst mich hier absetzen. Mal gucken, ob sie noch was von uns wollen. Jetzt befreit sind. Es ist sogar sein eigener Talan. Guck mal, Talan Haldir. Ausgezeichnet. Ihr habt es den Wegelagerern vortrefflich gezeigt. Solange die Orks und Moria die Straße durch Nanduhirion, das Schattenbachtal, bedrohen, werden die Elfen von Lothlorien nicht ruhen können. Wir werden die Orks angreifen, wo immer wir können, und wenn kühne Krieger wie ihr uns helfen, dann werden wir siegreich sein. Die Elben benötigen eure Dienste. So, jetzt kann man das hier alles zusammen machen. Und das ist eben Hilfe für die Elben 2. Also jedes von diesen wiederholbaren Sachen heißt im Prinzip gleich. Deswegen sind die Zahlen da dran. Sehr gut. Durch den Brand ihrer Befestigungen wird nun selbst der dümmste Ork wissen, dass er in Nanduhirion so nah an Lorien nicht willkommen ist. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Na, bist du dir da sicher? Wenn die so dumm sind, da ist Hilfe für die Elben. 1, 2 und hinten ist 3 und 4. Und auch hier ist es dann zusammengefasst. Und dann kriegt man halt immer Ruf. 700 Ruf. Ja. Ich glaube, da ist jetzt nichts Neues dabei. Er hat auch nichts Neues. Muss man immer ein bisschen gucken, wenn man was abgeschlossen hat, ob dann vielleicht bei einem anderen wieder irgendwas anspringt. Ah, das sieht gut aus. Ein Schatten breitet sich jenseits Lothlorien. Jo, dann können wir tatsächlich jetzt wieder nach Moria zurück. Haben wir da schon einen Reitpunkt? Das ist gar nicht. Aber wir können mal gucken, ob wir den Bingo-Händler da noch irgendwie der 21. Halle sehen. Ich weiß gar nicht, wo der steht. Man würde mich nicht wundern, wenn der irgendwie woanders steht. Delfblick oder so. Tod. Zu übersehen ist er ja eigentlich nicht immer mit seinem Pferdchen, ne? Ist nur ein Wächter. Oder steht er vielleicht sogar oben? Hier? Yazagund? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also hier sieht es schlecht aus. Naja, ist ja nicht so dringend. Das wäre ja nur, jetzt nur wegen dem Käfer. So, wir müssen. Wo müssen wir denn noch hin? Was haben wir noch nicht freigeschaltet? Wir haben eigentlich alles. Stimmt, weil wir waren ja schon mal kurz dort. Überschattete Zuflucht, sehr schön. Und wir dürfen sogar schnell hinreiten. Wir sind wieder in Moria. Welcome back. Ja, die Zwergengeschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.
Back to the roots, ja genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Leng Lammel, mit der sollten wir schon vor einer Weile sprechen. Für zwei Sachen. Erstmal The Secret of the Council. Das Licht von ja, das Sein, ihr seid es? Ich kenne die Axt, die ihr beschreibt. Wenn auch nur aus der Sage. Das war diese lange... Wenn ihr euch erinnert, wir hatten eine Questreihe, wo wir dann Rätsel lösen mussten und die Bodenplatten dementsprechend eine Wegweiser waren in die richtige Richtung. Und dann lag ganz unten auf so einem Podest oder Altar eine schicke Axt. Und um die geht's gerade. Ich kenne die Axt, die ihr beschreibt, wenn auch nur aus der Sage. Es wurde prophezeit, dass jemand, der nicht aus unseren Reihen stammt, dem beinahe in Vergessenheit geratenen Rat der Elben und Zwerge, sie in unserem alten Hauptquartier in den tiefen Ausläufern der Zwergenmine wiederfinden würde. Die Karte, die ihr gefunden habt, war ein letzter verzweifelter Versuch, eine Aufzeichnung für den Fall zu hinterlassen, dass Drachenbezwingers Versteck vergessen werden sollte. Was wir damals für unmöglich hielten, doch sahen wir nicht den Aufstieg von Durins Fluch, die Aufgabe von Khazad-dûm und dessen Verfall zum gefürchteten Moria voraus. Als Mauk Schrecken im einsamen Berg verbreitete, sollten einige von uns nach Aufzeichnungen über Drachenbezwingers Versteck suchen, haben aber nichts gefunden. Ihr habt in eurer Kühnheit einen unvergleichlichen Schatz entdeckt. Herr Elrond soll davon unterrichtet werden und ebenso so Herrin Galadriel. Noch in ferner Zukunft werden Ratsmitglieder euren Namen besingen. Unter dem Befehl der Herrin ich werde euch in der überschatteten Zuflucht willkommen heißen. Aber das wäre kein fröhliches Willkommen. Niemand wünscht sich, diesen Ort zu besuchen. Wir sind hier auf Geheiß unserer Herrin Galadriel. Ein Schrecken hat sich in die Höhlen zur Heimstatt, hat sich diese Höhlen zur Heimstatt gemacht und er ist abscheulich und böse. Ma'zok hat Orks in den Abgrund geschickt, damit sie dort nach Verbündeten für seinen Herrn suchen. Dies ist ein böser und unheilvoller Ort. Die stickige Luft wiegt schwer und riecht nach den unsichtbaren Schrecken, die durch die Finsternis gleiten. Aber für Herrin Galadriel trotzen wir der schwarzen Grube und werden so lange tun, was uns geheißen wird, bis man uns hier nicht mehr braucht. Sie hat euch aus einem Grund zu uns gesandt. Herrin Galadriel sieht in ihrem Spiegel viele Dinge. Vielleicht hat sie gesehen, welches Schicksal uns im Abgrund ereilt. Helft den Elben meiner Gemeinschaft und dann werden wir sehen, was uns hier erwartet. Helft Forglin und Dithaliven bei ihren Aufgaben. Sind die beiden hier? Bleibt und hört meine Geschichte. Die Zwerge, die Moria zurückerobern wollen, verdienen trotz ihrer Narrheit nicht das Schicksal, welches Ma'zoks Armeen für sie vorgesehen haben. Aber warum hat Ma'zok so viele seiner Orks zum Steinfundament gesandt, wenn sie doch die Verteidigungsanlagen der Zwerge angreifen könnten? Es steckt ein übler Zweck dahinter. Ich glaube, dass Gorotul, der Zauberer aus Dol Guldur, dahinter steckt. Ma'zok würde dies nie aus eigenem Antrieb tun. Welchen Grund hätte er, seine Truppen so zu zersplittern? Sucht die Angehörigen der Pulpum, die Ma'zok zum Steinfundament geschickt hat. Sie mögen nun zu Glopsnaga geworden sein, vom Bösen dieses Ortes verderbt, doch möglicherweise tragen sie noch die Befehle bei sich, mit denen sie dorthin gesandt wurden. Was dem so ist, bringt diese zu mir. Den Pulpum begegnet ihr am ehesten in den Tunneln unweit des großen unterirdischen Sees und auch auf den wenigen Felsen, die die Wasseroberfläche durchbrechen. So, Nummer 1 und da noch Forglin. Wenn ihr uns helfen wollt, nehmen wir eure Hilfe gerne. Ma'zok hat viele seiner Getreuen aus einem bestimmten Grund zum Steinfundament geschickt. Sie suchen etwas, doch wir wissen nicht was. Doch dass sie bisher keinen echten Erfolg hatten, das ist uns klar. Nein, diese Orks werden in ihrer Seele und ihrem Körper von einem Wahnsinn ergriffen, der in ihnen wie ein Feuer wütet. Schon bald bricht er in einer widerlichen Verderbnis des Fleisches an die Oberfläche. Diese Krankheit macht sie noch gefährlicher. Und wenn sie völlig ohne Verstand zu handeln scheinen, zu Glopsnaga sind sie geworden, vernichtet sie, wo immer ihr beim Steinfundament auf sie trefft. Denn durch ihren Wahnsinn werden sie noch grausamer und gnadenloser als zuvor. Okay, erstmal Glopsnaga schnetzeln. Die sind ja eh gleich vor der Tür. So ziemlich. Aber ich glaube, die Zwerge hier, die haben auch noch jede Menge Zeug.
Stimmt, wir waren einmal hier, als wir diese Biere getrunken haben. Seid gegrüßt, Hüterin. Ganz ohne Zweifel seid ihr hergekommen, um aus meinen Erfahrungen in der Verteidigung von Heim und Land gegen die Truppen des Feindes zu lernen. Ach, die Hüterquest. Gerne teile ich mein Wissen mit euch, doch zuerst müssen wir gemeinsam die Truppen des Feindes hier in Moria bezwingen. Lasst uns besprechen, wie wir einander helfen können. Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen? Ihr seht aus wie eine erfahrene Hüterin. Wie ihr wisst, ist es unsere Aufgabe, die Heimat zu schützen. Wie seltsam diese Heimat auch aussehen mag. In diesem Fall wollen die Zwerge ihre alte Heimat Moria zurückgewinnen, die wohl größte Stadt, die die Völker Mittelerdes je gekannt haben. Wenn ihr helft, werden die Zwerge der Eisernen Garnison ebenso wie ich sehr dankbar sein. Viele Namenlose hausen im Südosten des Steinfundaments. Jagt sie und kehrt anschließend zu mir zurück. Oh, und das ist ganz hinten unten. Du, viele, viele, viele Zwerge, aber die wollen alle gar nicht zu mir. Guckt mal, doch, da hinten. Da hat's viele Ringlein. Oh, wir könnten hier auch mal binden. Dann müssen wir nicht immer so weit wieder zurück. Was machen wir denn weg? Machen wir den verrotteten Keller weg? Ja, komm. Ich werde mich zwar dann wieder ärgern, weil wir dann doch wieder dahin müssen, aber... So. Die Spinnen in diesen Höhlen sind eine besonders abscheuliche Brut. Jeden Tag bin ich aufs Neue erstaunt, wie viele der riesigen, von Fungus infizierten Spinnen wir in der Nähe der überschatteten Zuflucht sehen. Falls ihr uns allen eine Hilfe sein wollt, dann solltet ihr welche davon vernichten. Ihr findet sie überall, besonders aber in der Gegend um Tunzelgund, östlich von hier. Mit eurer Hilfe sollte ihre Zahl allmählich schrumpfen. Ist ja schön, wenn sie uns, von uns was wollen, wo wir eh hingeschickt wurden. Was? Sprecht lauter, wenn ihr etwas wollt. Ach, jetzt ist er plötzlich schwerhörig. Ich bin Klintur. Seid ihr auch hier, um die Spinnen zu studieren? Nein? Warum denn nicht? Ihr wollt sie doch tot sehen, oder? Nun, schaut sie doch nur an. Eklige Viecher. Ich glaube ja, dass sie mit irgendwas angesteckt wurden, aber ich weiß noch nicht so recht, was das sein könnte. Ich halte einige von ihnen unterhalb dieses Felsens in Käfigen. Wann immer ich kann, gehe ich dorthin, um sie zu studieren. Aber ich habe ein kleines Problem. Eine von ihnen schafft es, immer wieder zu entkommen. Es gibt sehr viele von ihnen, aber das Letzte, was wir brauchen, ist, dass sie mit einer ganzen Schar zurückkommt und uns angreift. Begebt euch hier den Felsen hinunter und schaut dann den Weg entlang nach Norden. Normalerweise bleibt sie in der Gegend. Ich glaube, für sie ist es eine Art boshaftes Spiel. Wenn ihr sie mit ausreichendem Nachdruck anstupst, dann sollte sie in die Sicherheit ihres Käfigs zurücklaufen. Überredet die entkommene Spinne dazu, in ihren Käfig zurückzukehren? Mit sanfter Gewalt? Mal schauen. Schenkt mir einen Augenblick und sprecht mit mir. Ah, vielleicht könnt ihr helfen. Habt ihr diese schrecklichen, namenslosen Kreaturen schon mal gesehen? In einem Gebiet am Ostufer des Sees wimmelt es besonders von ihnen. Ich flehe euch an, begebt euch dorthin und beseitigt einige dieser widerlichen Dinger. Habt ihr gemerkt, dass einige von ihnen nicht einmal einen Kopf haben? Einfach abscheulich, besiegt Namenlose im Steinfundament. Eine Spinne überreden, alles klar. Ja, eben. Wobei, so unintelligent sind die gar nicht. Ich lese ja gerade den Hobbit und jetzt sind sie gerade im Düsterwald und dem Spinnennest entkommen. Und die Spinnen, die reden tatsächlich untereinander, ne, und unterhalten sich. Und das ist sogar verständlich für die Zwerge und Hobbits. Also die Spinnen sprechen sogar wohl in Gemeinsprache. Also das fand ich jetzt ziemlich interessant, dass die gar nicht so unintelligent sind. Also nicht so wie unsere Insekten, sondern tatsächlich schon eher auch ein Bewusstsein haben und miteinander reden und so. Weiß nicht, ob die Spinnen hier in Moria ähnlich geartet sind oder ob das nur die besonderen Spinnen im Düsterwald sind. Habt ihr die Orks in dieser Gegend gesehen? Sind sie nicht schauderhaft? Solch ein Grauen hätte wohl nicht einmal Duriens schlimmste Albträume bevölkert. Befreit uns in seinem Namen von einem Teil dieser Heimsuchung. Müssen wir nicht eh schon Lopsnaga-Orks töten? Etliche dieser infizierten Orks findet ihr südlich von hier bei dem Lager, das sie Dalgumru nennen.
Endlich werden wir dieses Madenvolk. Veon, zu euren Diensten. Ich bin Historiker. Meiner Ansicht nach sind Khazad-dûms größte Schätze die Aufzeichnungen, die hier sicher verwahrt auf unsere Rückkehr gewartet haben, geschützt vor dem Zahn der Zeit und auch vor den Orks. Einige dieser Aufzeichnungen erzählen von merkwürdigen Dingen, die als Runengestein bezeichnet werden. Aus dem Kontext lässt sich schließen, dass es sich nicht einfach um einen Stein handeln kann, auf dem Runen eingemeißelt wurden. Solche Steine sind in Moria recht häufig. Nein, in dem Text wird von ihnen gesprochen, als wären es Waffen oder als würden sie zur Verteidigung genutzt. Die Worte sind an einigen Stellen leider etwas unklar. Werdet ihr mir helfen, nach diesen Steinen zu suchen? Ich habe das Gefühl, dass wir froh sein werden, wenn wir mehr darüber erfahren. Sucht den Runenfels. Okay, dann haben wir hier aber einiges. Alles. Mal gucken, was kriegen wir denn angezeigt? Ach, eigentlich einfach überall. Überall einmal durchwischen. Jetzt gehen wir erstmal hier in die Tiefen. Ich weiß, dass manche Stellen immer blöd zu finden sind und man ewig herumsucht. Ich hoffe, wir haben Glück und finden alles relativ schnell.